Gut, alles klar. Herzlich willkommen bei Doc Camper Wohnmobilvermietung. Wir erklären jetzt unserem lieben Köhn Fransen. Stimmt, stimmt, alles. Genau, hier diesen wunderbaren Knaus Skywave heißt er. Nee, das ist der Vensation Wave. Der Vensation Wave, den erklären wir jetzt mal hier. Den haben wir vom Chris Camper gemietet. Vielen Dank dafür, weil unserer ist ja, wie berichtet, schon mal ausgefallen. Nichts Dramatisches, muss nur in die Werkstatt, kriegen wir zeitlich nicht mehr hin. So, und deswegen haben wir jetzt hier diesen Knaus im Angebot, den wir jetzt mal erklären. Wie immer machen wir es so von vorne nach hinten. Also das heißt, ich fange hier in der Front an, erkläre, wie es mit der Verdunklung funktioniert, Sitze drehen etc. pp. Und dann arbeiten wir uns nach hinten durch, einmal ringsrum. Und dann ist unser Mieter immer sicher im Umgang mit dem Fahrzeug. Wir haben hier den Vorteil, dass der Köhn den Wagen schon mal, also ein solches Fahrzeug aus dem gleichen Hause schon mal benutzt hat. Und von daher ist er relativ sicher im Umgang. Gut, ich fange immer ganz vorne an. Und zwar hier in diesem Fall mit der Verdunklung. Das funktioniert bei diesem Wagen so. Ich zeige es nur in der Theorie, weil ich glaube, das versteht jeder. Du machst das hier auf und dann kannst du das quasi hier reinhängen. Es wird dann hier befestigt, kommt so quer davor, nur so ausgebreitet, relativ leicht. Wir legen es halt immer hier oben hin. Ich denke, das ist auch ein guter Platz. Dann haben wir hier wieder die Verdunklung an der Seite. Wie immer muss man hier vorsichtig sein, hier mit diesen Knöpfen und hier mit dieser Bewegung. Wenn du den jetzt so nach vorne ziehst, hält er hier wie üblich mit Magnet und den hier schiebst du einfach zurück. Du siehst, diese Stange kann schon mal rausfallen. Die wird einfach hier oben wieder reingeklemmt. Das ist gar kein Problem. Machen wir gleich wieder fest. So, ansonsten hast du hier klar Handschuhfach. Da ist das Warndreieck drin. Sicherheitswesten. Der Wagen hat 4 gurtgesicherte Plätze. 1, 2, 3, 4. Und dann ist es wichtig, dann brauchst du auch 4 Westen. Ob du sie benutzt oder nicht. Du benutzt die sowieso nicht, weil wir ja keine Panne haben. Die anderen beiden sind hier in der Seitentasche. Der Fahrertür, da ist dann auch das Erste-Hilfe-Set und auf dieser Seite befindet sich noch dieser Reifenkompressor. Also das heißt, wenn was wäre, im allerschlimmsten Fall, würdest du sowieso die Pannenhotline anrufen. Da haben wir eine spezielle Telefonnummer für euch. Da ruft ihr dann an und die helfen, weil ihr macht das nicht selber auf der Autobahn oder so. Katastrophe, geht ja gar nicht. Aber wir haben ja keine Panne. Nee. Gut. Ansonsten haben wir hier wieder, wie üblich, ein großes Navi, relativ selbsterklärend. Dann kannst du dein Telefon mit koppeln, kannst du auch Musik hören etc. pp. Was bei dem Wagen besonders schön ist, Automatik. Ja? Umgang, kennst du Automatik? Deiner? Ja, ein bisschen. Ja, geht auch ganz leicht. Ja, ne? Den hier drücken und dann kannst du wählen. Ne? Wo du ein bisschen vorsichtig sein musst, Gas geben, weil der hat 180 PS. Das merkt man schon. Ja. Ne? Ich merke das, wenn ich hier auf dem Schotter fahre. Ich drehe immer die mit den Reifen durch. Und man merkt schon. Also, aber das wirst du ja gleich erleben. Bist du ganz schnell drinne. Was ganz Besonderes ist, der hat eine Luftfederung hinten. Das heißt, normalerweise rumpeln die Fahrzeuge schon mal so ein bisschen, weil das ja ein durchgängiger Boden ist, starre Achse. Und der Chris hat hier dem Wagen eine Luftfederung gegönnt. Ne? Brauchst du eigentlich nicht dran. Du kannst aber hier mit den Hebeln den Druck der Federn ändern. Eine Luftfederung ist manchmal ganz toll, wenn man auf eine Fähre fahren würde und der hängt hinten total tief, gewisse Fahrzeuge, einen sehr langen Überhang. Dann drückst du ihn hinten hoch und dann kommst du diese Steigung besser hoch. Oder je nach Campingplatz. Es gibt auch Campingplätze, die sind so steil. Ja, dann ist es gut, wenn du hinten hochdrückst. Ne? Aber auch da kannst du nicht viel falsch machen, außer den Druck ganz rausnehmen. Dann ist ja, dann ist der ein bisschen hart wieder. Ne? Dann pumpst du einfach hier wieder ein bisschen auf. Genau. Ansonsten hier wieder das übliche: Klimaanlage, Heizung einstellen. Ich denke, das ist hier vorne im vorderen Bereich. Neben Spiegel einstellen, Licht an und so weiter. Das übliche, du hast hier auch Fernbedienungselemente am Lenkrad, also das sollte unproblematisch sein. Wichtiger Punkt, ne? Wichtig ist, du musst ein bisschen vorsichtig sein, wenn du die Sitze drehst, du hast hier eine Handbremse und du hast hier die Tür, je nach Sitzstellung kann das schon mal kollidieren. Der Hebel ist genau hier in der Mitte, den brauchst du nur so einmal antitschen und dann kannst du den so drehen. Und dann kommst du schon relativ gut hier vorbei. Und dann kannst du hier mit der Sitzverstellung halt entsprechend den Sitz an der Position drehen. Und ja, sehr einfach wieder zurück, bevor du fährst, macht das Sinn. Zack, der rastet auch sehr gut ein.
muss ich sagen, klappt besser wie beim Fiat. Ne? Beim Fiat ist das ein bisschen komplizierter. Gut, Armlehnen ist klar. Ja. Wunderbar. Ja, hier hast du das schöne Panoramafenster. Kannst du aufmachen, nur bei Regen nicht. Nee. Ist wie bei dem Pepper, den du schon kennst. Da hast du halt, das ist ja ein vorgehängtes Fenster. Deshalb musst du immer darauf achten, hier sind ja so kleine Knöpfe, die musst du drücken. Ja. So kannst du die nur mit Gewalt einmal drücken, dann kannst du die öffnen. Das machst du 1, 2, 3, 4, 5 Mal und dann geht das Fenster ungefähr so ein Stück auf. Das ist wie bei so einer Gartenliege. Klack, klack. Ja. Und dann ganz hoch, dann kommt es wieder runter. Ein bisschen vorsichtig sein, nicht mit zu viel Druck nach oben, weil dann könnten sich die Verbindungsstücke lösen und dann ist das Fenster locker. Und immer darauf achten, bevor du losfährst, Fenster schließen. Ne? Ja. Das gilt für alle Fenster, immer kontrollieren, ob Fenster zu sind, Dachhauben zu sind, weil mein Spruch ist ja immer, wenn der LKW vorbeifährt, der holt sich das Fenster mit dem, mit dem Winddruck und dann ist das Fenster weg und dann braucht man viel Panzerband. Gut. Ja, hier hängen dann die Schränke, die er noch anbietet. Kannst du schön beladen. Hier auf der Seite. Also wie gesagt, die Fernbedienung liegt ja hier oben. Das Schöne ist, es ist ein Smart-TV-Gerät. Ja, das heißt also, du verbindest dein Handy, quasi schaltest einen Hotspot auf, hast du WLAN, dann kannst du den Fernseher damit verbinden und dann kannst du entsprechend streamen, die Sendungen und die Programme, die es halt eben alle gibt. Vielleicht hast du ja Glück und der Campingplatz, wo du bist, hat WLAN. Ja. Ne, dann kannst du das nutzen. Allerdings ist es häufig so, dass die WLAN-Hotspots relativ stark genutzt werden und da ist so ein Handy gar nicht so schlecht. Ja. Ne? Und wie gesagt, du kannst ja da auch normal streamen, diese Mediatheken von diesen Sendern und so weiter und so fort. Gut, ja, dann haben wir hier den Tisch. Dieser Tisch, ja, da hast du eine schöne große Tischfläche. Ja. Und wenn der Beifahrer halt hier entsprechend sitzt, hast du die Möglichkeit, den Tisch auch, wenn du hier dran ziehst, dann kannst du die Tischplatte so rausdrehen. Also, das kennst du, ne? Ja. Und dann hast du die Tischplatte hier vor und dann kannst du hier mit diesem Sitz oder auch da wunderbar sitzen. Ja. Gut, wir haben den Wagen mit 2 Körbchen ausgestattet, wie du es wolltest. Ja. 2 Fressnäpfen. Ein bisschen Leckerli, ein bisschen Hundekotbeutel, ne? Weil auch in Italien muss man es wahrscheinlich wegmachen. Ja. Das gehört sich ja auch so. Und wir wollen ja auch den guten Ruf der Camper mit Hunden weiter positiv entwickeln. Ne? Gut, ja, dann kommen wir mal hier zu der Tür, zu dieser Technik. Das Schöne ist, du hast hier eine Premium-Tür. Das finde ich ganz toll. Das ist wie bei dem Pepper, weil du hast hier eine Doppelverriegelung. Einmal hier unten. Ah, ja. Und einmal hier oben, ne? Weil viele haben halt nur hier diese einfache Verriegelung. Da habe ich persönlich immer so ein bisschen Sorge, kannst du mit dem Schraubenzieher aufmachen. Ja, ne? Ja. Und hier, das ist relativ schwer. Hier sind Kleiderhaken, wenn du die Tür aufmachst, hat der hier einen Dämpfer. Die geht nur eine bestimmte Neigung auf, so dass du den Vorteil hast, dass die Fahrertür nicht mit der Aufbautür kollidiert. Also sehr schön. Hier kannst du einen Regenschirm unterbringen. Ne? So. Ein schönes Fach, wie man das auch schon mal von Automarken her kennt. Ne? Also Rolls-Royce hat das zum Beispiel. Ja. Jo, dann sind wir hier bei der Steuereinheit. Wenn du hier auf Check drückst, da kannst du checken, wie der Zustand der Versorgungen sind. Das heißt, hier die Aufbaubatterie, hier die Fahrzeugbatterie, hier wird angezeigt, wie viel Abwasser drin ist und hier wie viel Frischwasser. Ne? Also Abwasser sollte eigentlich keins drin sein. Ich gucke das gleich nochmal. Und Frischwasser, da habe ich jetzt hier ein bisschen was laufen lassen. Ich habe 40 Liter reingemacht. Ja. 10 Liter sind jetzt in der Heißwassertherme schon drin. Ja. Also ungefähr 30 Liter so zum Gebrauch. Deswegen zeigt der so circa 25% an. Man fährt so mit circa 25, 30, 40% Wasser, aber nicht mehr. Nee, weil das Wasser kann sich dann durch Dichtungen rausdrücken. Und 100 Liter ist auch unwirtschaftlich. Ja, das sind 100 Kilo, mit dem du fährst. Na? Möchtest du Wasser beziehen, schaltest du bitte hier die Wasserpumpe an. Ja. Und dann kannst du halt hier, dann kommt das Wasser raus. Ne? Und entsprechend, wenn das Wasser vorher aufgeheizt wurde, ist das Wasser auch entsprechend warm. Ja, ansonsten. Das ist für die Wasserpumpe. Genau, das mittlere ist für die Wasserpumpe und hiermit würdest du den ganzen Wagen quasi abschalten. Ah, ja. Ne? Wenn du dann
abends ins Bett gehst oder ähnliches. Du kannst jeden einzelnen Schalter machen. Ich persönlich gehe einfach hier hin, schalte das Ding ab und dann ist gut, weil ich halt keine Lust habe, jeden einzelnen Schalter. Aber das kann jeder machen, wie er möchte. Ansonsten gibt es da jetzt nicht besonders viel zu beachten. Das ist sehr komfortabel, einfach gehalten. Hier hast du einen schönen Schalter, weil du hast nämlich eine Außenbeleuchtung unter der Markise. Eins ist dauerhaft an. Und Luxus, zwei ist mit Bewegungsmelder. Das heißt also, wenn jetzt, wenn es Nacht ist und ihr kommt wieder vom Restaurant zurück, dann geht das Licht an, wenn ihr zu eurem Wagen kommt und könnt komfortabel aufschließen. Okay. Ja. Daneben die Heizungssteuerung. Das kennst du, ne? Ja. Also einmal hier auf dieses Menü gehen, dann das, was blinkt, wird quasi angezeigt, was ich einstellen kann. Ich habe jetzt hier eine Vorwahltemperatur von 19 Grad einfach mal gemacht, weil Holz ein bisschen kühler. Ja. Und dann würde er, wenn es unter 19 Grad ist, hier ist der Temperaturfühler, da würde er dann halt anfangen zu heizen. Ich drehe die jetzt ab, weil eigentlich ist es hier warm genug drin. Ja, ne? Dann drehe ich den jetzt auf 0, also auf Off und immer drücken zum Bestätigen. Wenn ich jetzt die auf Heißwasser gehen möchte, dann dreht man einfach einmal hier. Dann hier bestätigen, dann haben wir Eco, das sind so 40 Grad, Hot ist 60 Grad und Boost ist so eine ganz tolle Funktion, die ich immer empfehle, weil die ist einerseits energiesparend und sehr effizient. Damit wird das Wasser im Boiler einmal auf 60 Grad aufgeheizt, hält dann das Wasser ein bisschen, heizt einmal nach und schaltet sich dann ab. Das hat den Vorteil, manche Gäste vergessen, die Warmwasseraufbereitung abzuschalten. Dann heizt der halt die ganze Zeit warm Wasser. Braucht man ja gar nicht. Ne? Und bei der Boost-Funktion geht das halt hervorragend. Ne? Also auswählen, drücken und jetzt fängt der schon an, hier entsprechend genau warm Wasser zu machen. Ne? Und da brauchst du dann im Prinzip nicht dran denken, es wieder abzuschalten. Ja. Ich schalte es jetzt aber wieder ab. Genau. Dann gehst du noch einen weiter. Hier kannst du die Ventilation einstellen. Ne? Mit welcher Intensität er quasi Luft pusten soll. Also brauchst du immer hier zu drücken, oder da? Genau, richtig. Hier gehst du zurück. Ja, ja, ja. Und hiermit stellt man ein. Und dann, da ist darauf ein Programm da, ne? Für alle, ja. Ne? Also hier, jetzt gehe ich wieder hier. Der steht immer auf Ventilation 1. Genau, richtig. Ne? Ja. Und dann hast du, so kannst du dann halt hier, du kannst auch einfach nur kühle Luft reinpusten lassen, wenn die Heizung aus ist. So wie jetzt könnte man sagen, wo Fenster aufmachen kannst du nicht, dann kannst du halt die kalte Luft oder die kühle Luft von draußen reinpusten. Gut. Ja. Ansonsten haben wir hier unser Kochfeld. Mhm. Zwei Flammenkocher. Ja, ne, kennt man ja von zu Hause. Ich muss aufpassen, dass ich nicht verbrenne. Gas aufdrehen, ein bisschen halten. Ja. Und da brennt es schon. Ne, und jetzt brennt es auch automatisch. Kleine Flamme, große Flamme. Und dann wieder abdrehen. Meine Empfehlung ist immer, ein klein wenig zu warten. Also nicht jetzt, sondern wenn man gekocht hat, werden die Dinger ja hier brutal heiß. Ne? Und dann bitte darauf achten, abkühlen lassen. Und erst dann das Glas, die Glasabdeckung wieder drauf machen. Weil ansonsten gibt es ein Puzzle, was du nicht mehr zusammenkriegst. Nee. Also das ist dann nicht so wirklich lustig. Nee, gut. Okay, dann haben wir hier noch unsere Schubladen. Die haben wir entsprechend ausgestattet. Ne? Besteck drin, Tassen, Gläser, Spülmittel, frischer Spüllappen, Spültücher, hast du alles an Bord. Softclose. Hier unten schön. Geschirr, Besteck, alles, was man halt letztendlich braucht. Nimmst du eine Kaffeemaschine mit? War das schon dabei. Ja, deswegen war die Frage, haben nicht immer alle den Wunsch, eine mitzunehmen? Daher die Frage, ich habe eine Senseo, eine Kaffeemaschine, die stelle ich dir gerne rein. Ja, wenn es geht, gerne. Ja, klar. Bei dem Wagen werden wir den aber in den Kleiderschrank stellen, die Kaffeemaschine, weil hier in den Schränken ist kein Platz, die ist ja so hoch. Dann stellen wir die gleich da unten rein, müssen wir nur dran denken. So, wichtig ist, bei der Kaffeemaschine, wenn du auf der Autobahn bist, die geht ja mit 230 Volt. Auf der Autobahn hast du im Normalfall natürlich kein 230 Volt aus den Steckdosen. Die geht auf den Campingplatz, wenn du Strom angeschlossen hast. Dann kriegst du auch Strom aus den Steckdosen raus. Ne? Also nicht überrascht sein, wenn ihr auf der Autobahn Kaffee machen wollt. Geht halt nicht. Es sei denn, der gute Chris hat so eine Ecoflow mit sehr viel Watt hinten in der Garage.
die macht 230 Volt. Also dann könntest du theoretisch die Kaffeemaschine da anschließen. Ja, ja. Okay. Sollte ich in die Garage. Oder mit dem Kabel aus der Garage, ne? Ja, das zeigen wir gleich nochmal. Okay, alles klar, das kommt dann gleich nochmal. Ne? Okay. So, das ist wichtig, weil wir haben es in der letzten Zeit häufiger erlebt, dass Gäste sich meldeten, ach, Kaffeemaschine geht nicht. Ja, ja, okay. Nee, verstehe ich. Muss man ja nicht wissen. Ja, der sehr schöne, große, genau, geh mal ins Bad. Der gute Kühlschrank. Schön. Ne, hast ein sehr großes Modell, auch wieder mit Gefrierfach, ist aber wie den du schon kennst. Und schönes Eisfach noch dabei. Ja. Kannst du dann Eiswürfel machen für die Cocktails. Wenn du hier drauf drückst, wird kurz angezeigt, in welcher Einstellung er sich befindet. Wenn man zu lange drückt, geht er aus. Okay. Wenn du den länger gedrückt hältst, bist du quasi in der Auswahlfunktion. Also. Dann kannst du einstellen, wie er arbeiten soll. Ich gehe mal eben darüber. So, er steht jetzt auf Automatik. Ne? Auf Automatik und Strom zeigt er an. Das heißt, er erkennt automatisch, welche Energiequelle gerade anlegt. Also. Stromstecker drin, Strom. Ja, ja, ja. Zieh Strom raus, geht er automatisch auf Gas. Ah, wenn er keine Energieversorgung hat, dann nimmt er Gas. Die Gasflasche ist hier immer aufgedreht, ja. weil du einen Crash-Sensor hast bei der Gasflasche, darfst du während der Fahrt mit Gas fahren. So, und dann, wenn du den Motor startest, geht er automatisch auf Lichtmaschine. Dann zeigt er dir das Batteriesymbol an. Und das ist halt eben ja, sehr komfortabel. Eigentlich brauchst du dich um den Kühlschrank gar nicht kümmern. Das Einzige, was du machen kannst, wenn du jetzt mal die Temperatur einstellen willst, aber ich denke, so mit mittlerer Funktion, ja, ich finde das sehr angenehm. Genau. So, dann haben wir hier die Betten, wie gesagt, frisch, also nicht wie gesagt, sondern wie immer frisch bezogen. Schöne Vorhänge, auch hier die Fenster, die sind allerdings ohne Druckknopf. Also, ja, ja. Weil das sind Rahmenfenster, die kannst du von außen nicht so leicht aufhebeln, ja. Und deshalb hast du halt eben da keine Druckknöpfe. Verdunklung funktioniert so, ich setze mich mal hier hin, das wird halt hier hochgezogen. Ja, ja, ja. Verdunklung, da muss man vorsichtig sein, weil das kann man eindrücken. Mhm. Und deshalb hat sich der Hersteller sowas Elegantes einfallen lassen. Du hast hier Bretter. Ne? Und die stellst du quasi vor das Fenster. Ach so. Und dann hast du, wenn du dann mit den Betten dich drehst, mit dem Arm, ja, mit dem Bein, dann drückst du das nicht ein. Okay. Ne? Daher mach einfach dieses Brett davor und dann passiert da auch nichts. Ja. Ne? Auf der anderen Seite hast du kein Fenster, also brauchst du da auch kein Brett hinmachen. Nee, nee. Ne? Das geht dann sehr einfach. Ja, auch da kannst du wieder das Licht im gesamten Wagen steuern. Hm. Da hinten hast du eine Steckdose und USB. Ja. Dass du dann halt entsprechend dein Handy noch auf den letzten Drücker laden kannst. Oder manche brauchen ja auch einen 230-Volt-Anschluss zum Schlafen. Also passt alles. Klar, Stauraum. Ja. Das Fenster hier funktioniert so, indem man das hier so dreht, das entriegelt. Und dann kann man das hochdrücken. Ich verzichte jetzt mal darauf. Ne? Und dann halt hier Verdunklung oder halt Moskitonetz. Da hast du dann nachts, weil in Italien haben wir ja schönes Wetter, ne, dann hast du dann da, hoffentlich, ja, bestimmt. Nee, sicher, sicher. Ne, und dann haben wir halt dann da frische Luft und kannst du gut schlafen. Nur dran denken, wenn man losfährt, immer kontrollieren, ob die Dinge auch wirklich zu sind, weil sonst... Ja, ist er weg. Ist er weg. Da musst du dann eine Plastikfolie drüber kleben. Gut, hier hast du Kleiderschrank, also Kleiderschränke, einmal ist hier einer. Und auf der anderen Seite ebenfalls. Hier stelle ich gleich die Kaffeemaschine rein, weil da hat er genug Raum und Platz. Ja, und wenn die dann benutzt, stellst du die einfach auf die Küchenarbeitsplatte. Ja, ich muss noch mal zur Küche zurück, weil wir haben nämlich... Warte mal. Moment, jetzt muss ich suchen. Muss ich gleich noch mal gucken. Nämlich eine Stromverlängerung hier reingelegt, weil... Die Hersteller sind so schlau, die haben der Abstand zwischen der Arbeitsplatte und der Steckdose 230 Volt ist so groß, also. Dass wenn du einen Elektrokocher oder eine Kaffeemaschine nimmst, dass man die da oben nicht einstecken kann. Ja, ja, ja. Deshalb haben wir so ein Verlängerungskabel. Okay. Na, das müsste jetzt hier liegen. Ich suche es gleich nochmal. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich es hingelegt habe. Okay. Und dann kannst du das dazwischen machen und dann kannst du auch die Kaffeemaschine betreiben. Gut, alles klar. Dann komme ich mal ins Bad. Ja, da ist ja auch nichts Besonderes.
Ne? Wir haben da halt entsprechend immer hier eine Matte reingelegt, damit man, wenn man tagsüber halt das Bad betritt, nicht immer diesen hochwertigen Kunststoffboden beschädigt, weil den kann man halt nicht austauschen. Ja, ansonsten da die Armatur aufdrehen. Habt ihr vor, im Wagen zu duschen? Nee, gar nicht. Okay, also da könnte man duschen, dafür schwenkt man dann die Wand um, aber da ihr das ja nicht machen wollt. Nee, das machen wir nicht. Ich glaube auch, dass die wenigsten, zumindest Mieter, in dem Bad duschen. Ja. Die Toilette, ach ja, ist sogar die gleiche Toilette wie bei euch. Ja. Ne, also Banktoilette. Bevor man die Toilette benutzt, einfach hier den Hebel umlegen, dann ist der Durchgang nach unten. Ja. Ne? Und dann kann man da sein Geschäft verrichten, später spülen über diese Taste. Viele fragen immer, wann ist die Toilette voll, woran merke ich das? A, wird das angezeigt, aber B, faktisch ist es ja ein Plumpsklo. Und wenn man auf Toilette geht, sieht man quasi den Wasserspiegel und der steigt dann mit der Zeit. Ne? Und irgendwann, wenn du abends auf Toilette gehst, ja, und dann zufällig da reinguckst, lässt dich gar nicht verhindern, ne? Und dich dann fragst, oh, hoffentlich gehe ich das morgen früh noch da rein, dann solltest du sie auf jeden Fall abends leeren, ja, weil sonst kriegst du morgen früh Stress. Ne? Und wichtig ist, immer Schieber aufmachen und dann das Geschäft verrichten. Ja, 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 im Flugzeug ist es ja andersrum, ja, weil Schieber auf, dann öffnet sich das und dann kann das direkt durchlaufen. Ansonsten würde das da sich auf der Dichtung stauen und nebenbei vorbeilaufen. Das wollen wir nicht. Ja, genau. Und dann einfach wieder schließen. Um zu spülen, muss auch die Wasserpumpe eingeschaltet sein. Also, ja. Also, ja. Hier kannst du dir deine Privatsphäre schaffen, indem du das zuschiebst. Ja. Und wie der Chris eben schon gemerkt hat, kann ich quasi aus dem Bad raus das Licht ausmachen. Überall und überall. Ne? Also eine sehr gute Funktion. Genau. Gut. Ja, ansonsten... Ich mache hier noch eine schöne Garderobe. Genau, hier kannst du deine Jacken noch aufhängen. Ja. Richtig. Ansonsten muss ich das überlegen. Hubbett, glaube ich, müssen wir noch mal zeigen. Ich kann das Hubbett zeigen, aber war nicht geplant zu benutzen. Dann such dir mal ein Plätzchen, aber ich zeige, wie es geht. Ja. Was ich super finde, ist, weil ich hatte vorher sehr viele Fahrzeuge mit Hubbett, die waren alle elektrisch, aber Elektrik, da kann schon mal ein Kabel brechen, da kann schon mal ein Stecker nicht funktionieren. Deshalb finde ich es gut, dass es hier mechanisch ist. Ich habe das jetzt hier gesichert mit so einem Sicherheitsgurt. Der ist offen. Wenn du das ziehen willst, brauchst du einfach nur hier entriegeln. Und dann kannst du es... Es geht noch ein bisschen weiter runter, dafür nehmen wir dann die Kopfstützen raus. Ja. Aber hier hast du natürlich, hättest du noch mal mega Platz. Also das zeichnet diesen Fahrzeugtyp auch echt aus. Finde ich total gut. Und ist auch fast, der Wagen ist 2,20 breit, so breit wie ein Pepper. Ist so fast der einzige Wagen, den ich kenne, der auch gleichzeitig ein Hubbett hat. Meistens sind das nur in größeren Fahrzeugen, meine ich zumindest. Also von daher, super Ding, könntest du hervorragend nutzen, wenn du noch vielleicht jemanden kennenlernst. Nee, also wie gesagt, wenn man jetzt Kinder mit hat, können die da super drin schlafen. Ist für die natürlich auch ein Abenteuer, in so einer Räuberhöhle zu pennen. Gut, das war jetzt schon hier der Innenbereich. Eine Sache noch, wenn die Tür auf ist, haben wir ja da die elektrische Trittstufe. Ja. Ne? Die lässt sich einschalten oder ein- und ausfahren. Wo haben wir es denn? Hier mit diesen Schaltern. Wichtig ist bei der ganzen Sache, wir empfehlen immer, wenn man losfährt, diese Stufe manuell reinzumachen, damit diese Stufe nicht einfach, also es gibt einen Automatismus, Zündung an, Stufe fährt rein, falls der Automatismus mal nicht funktionieren sollte, was noch nie passiert ist, ja, dann würdest du im schlimmsten Fall mit einer ausgefahrenen Stufe fahren. Da könnte man jemanden verletzen und deswegen empfehlen wir immer, sicher ist sicher, mach die Stufe manuell rein und fertig. Ja, wunderbar, das war jetzt so, hier hast du noch eine Arbeitsplatte zusätzlich, nicht drauf abstützen, aber mehr Arbeitsfläche. Ihr kocht nicht, ihr geht essen. Meistens schon. Pizza. Ja. Ich würde Pizza essen gehen. Ja, denke ich schon. Nee, super, das war's jetzt hier im Innenraum. Dann zeige ich dir jetzt mal draußen, wie es draußen weitergeht. Gut. Ich ziehe mir nur eben die Jacke an. Ja, sicher. So, jetzt sind wir draußen, ne? Ja, jetzt sind wir draußen. Regnet leider. Das ist das Schicksal eines Campers und auch eines Vermieters. Aber der gute Köhn, der fährt ja in die Sonne. Also ja, sicher. Sicher, sicher. Also, in dem Fach ist unsere Gasversorgung. Ich mach mal auf. Wir haben jetzt eine LPG-Tankgasflasche und eine klassische Gasflasche. Ja. Die haben wir jetzt, die ist knacke voll, 11,5 Kilo. Die ist angeschlossen. Das Schöne ist, wir haben hier
da sieht man das. Hier ist ein Crash-Sensor. Da siehst du so ein schwarzes Ding mit so einem gelben Punkt. Ja. Ne? Und der sorgt dafür, wenn es zu einem Unfallaufprall käme oder wenn da Gas austritt, dann löst er aus und verschließt den Gaszugang. Okay. Also brauchst du dir da keine Sorgen machen. Darf während der Fahrt geöffnet sein. Das klappt dann alles. Das Einzige, was passieren kann, dass der Gassensor schon mal auslöst, hatten wir bei dem Wagen. Da war das, stand der Wagen im Sturm, hat es sehr heftig gewackelt. Also, er hat interpretiert, Unfall. Dann hast du kein Gas mehr, das merkst du dann, weil es kalt wird. Ist auch eher ein Winterthema. Ja. Ne? Und dann drückst du einfach diesen Knopf wieder rein und drückst hier, ist so eine Schlauchbruchsicherung. Ja. Drückst du auch dreimal und dann funktioniert wieder alles. Ne? Aber für dein Reiseziel und die Reisedauer reicht eine Gasflasche. Und deshalb schließe ich das hier mit dem Aufbauschlüssel ab. Brauchen wir eigentlich nicht mehr dran. Ja, hier unsere Heckgarage. Ausgestattet sind die gleichen Stühle, gleicher Tisch, großer Tisch wie beim letzten Mal. Hier hast du Auffahrkeile. Na, wo du halt, wenn du drauf, wenn du merkst, du stehst ein bisschen schräg, fährst du auf die Keile drauf. Die Gießkanne zum Wasser befüllen. Aus hygienischen Gründen nehmen wir ja keinen Wasserschlauch. Hier ist noch ein bisschen Sanitärflüssigkeit. Ja. Das kennst du auch noch vom letzten Jahr. Ja, Stromleitung steht hier unten. Das Schöne ist, das ist eine schöne, ist ein dickes Kabel. Ja, ja. Also das heißt, da könntest du auch ordentlich Strom ziehen. Wenn du jetzt eine Klimaanlage hättest, brauchst du das zum Beispiel. Ist auf jeden Fall ein Sicherheitsfaktor. Ansonsten hast du hier, wo ist es denn? Muss ich gleich mal suchen. Ist gleich an der anderen Stelle das normale Stromanschlusskabel, ne, für den Campingplatz. Warte mal ganz kurz. Wo liegt die denn? Schaue ich gleich mal nach. Das normale Anschlusskabel für den Campingplatz hast du halt. Und ein Kabel steckt ja bereits in dem Fahrzeug drin, logischerweise, womit wir jetzt gerade das Fahrzeug laden. Da hinten steht eine wunderbare EcoFlow, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ja. Das erklärt gleich der Chris, wie das funktioniert. Und diese ganze Energieversorgung, ich gehe mal auf die andere Seite von dem Fahrzeug. Sicherungen, Stromversorgung, das findest du alles hier. Wenn jetzt da irgendmal was wäre, eine Sicherung geht kaputt oder so, dann könntest du da nachschauen. Aber hatten wir noch nie in der Vermietung, zumal es ja neue Fahrzeuge sind, dass man da irgendwas mit Strom oder ein Problem hat. Also von daher halte ich das auch für sehr unwahrscheinlich. Genau. Ja. Dann haben wir hier, genau, hier ist der Stromanschluss befestigt. Ja. Den trenne ich jetzt mal. Genau, der kommt dann gleich in den Wagen rein, damit du deinen Anschluss hast. Ja. Genau, hier ist die Kassettentoilette. Ja. Genau, ne? Da ist relativ weit hinten drin die Toilette, die kannst du halt so rausziehen. Ja, ja. Das kennst du noch vom letzten Mal, entleeren, gut spülen und danach wieder rein. Da ist jetzt schon, der Toilettenzusatz ist schon drin. Also. Ja. Und beim nächsten Mal kannst du halt neu reinmachen. Oder manche Campingplätze haben ja auch eine Waschmaschine, ne, dafür, eine Spülmaschine. Dann kannst du die reinstellen, 2 Euro reinwerfen, dann wird die geleert, gereinigt und so weiter. Das ist echt sehr komfortabel. Okay. Kannst du mal überlegen. Ne? Ich stelle hier gleich die Sanitärflüssigkeit rein, weil die ist da besser aufgehoben. Dann haben wir hier das... Das Knaus typisch, ne? Bitte? Das genau. Also Knaus typisch hier. Von Knaus patentiertes Servicefach. Das ist auch wirklich toll, weil du hast alles an einem Ort. Ja. Hier oben kommt das Frischwasser rein. Ja. Ne, einfach aufdrehen, zudrehen. Wie gesagt, wir machen es immer mit einer Gießkanne. Vier Stück sind drin. Kannst du noch 5 weitere reinmachen. Ich kontrolliere, ob der hier auch wirklich zu ist, damit sich da kein Wasser rausdrückt. Und möchtest du das Grauwasser ablassen, benutzt du diesen Hahn und drehst den so ein Stück nach rechts. Ja. Wir lassen dann zum Schluss das Frischwasser ab mit dem linken Hahn. Ja. Das machen wir dann nach jeder Vermietung. Ja, ja. Der geht offen mit der Schlüssel.